Hallo zusammen, ich habe heute zwei Kühlboxen. Das eine ist die B46S, das ist meine beste Kühlbox, die ich habe. Und hier habe ich eine Engel. Wir haben beides Kompressortechnik, weil Peltier, es gibt noch andere vier Kühlsysteme, die könnt ihr alle vergessen. Nur ein Kompressorkühlgerät, das kühlt auch, auch wenn es warm ist. Wir haben hier in der Engel haben wir einen Schwingverdichter drin und hier einen Danfoss-Seckop-Kompressor. Ich behaupte jetzt mal, das ist der beste Kompressor auf dem Weltmarkt. Wir haben den Kompressor hier. Engel sagt, wir haben 32 Watt Anschlusswert. Und diese Box hier, der Kompressor hier, hat einen Spitzenwert von 70 Watt. Da wird jetzt gesagt, ja, 30, 32 Watt ist ja viel weniger. Das ist richtig, 32 ist weniger als 70. Nur, der Anschlusswert vom Kompressor ist eigentlich gar nicht wichtig. Wichtig ist ja, was braucht so eine Kühlbox? Das ist wie ein Auto, was viel Leistung hat, muss. Wichtig ist, was ich brauche im Tag oder in der Stunde oder sonst irgendwo. Bei diesem Box hier, da habe ich ganz klar die Energiewerte im Katalog und Datenblatt definiert. Ich könnte jetzt hier das Datenblatt klar logischerweise einbinden, aber hier habe ich die Energieverbräuche drin bei innen 5 Grad, 25 Grad, 32 Grad, 43 und bei 15 Grad, 50 Grad außen zieht dann die schon ein bisschen Leistung. Und eben, der maximale Leistungsaufnahme liegt bei 70 Watt. Das Datenblatt dieser Box, das verlinke ich euch natürlich unten, kein Thema, und auch diesen Katalog hier. Was habe ich jetzt gemacht? Ihr habt vorher gesehen, in diesem Katalog drin, der Anschlusswert dieser Box hier bei 5 Grad innen, 32 Grad außen ist 11,9 Watt. Das heißt also, das ist 1 Ampere. Stunde. Wenn ich das 24 Stunden laufen lasse, ist ein Tag rum. Das heißt, diese Box hier braucht 32 bei 32 Grad 24 Amperestunden aus eurer Batterie. Das bedingt aber, dass keine frische Ware reinkommt. Bei dieser Box hier, auch bei 32 Grad, habe ich einen Verbrauch von 16,9 Watt, also fast 17 Wattstunden pro Stunde. Das ist dann durch die 12 Volt, was wir haben auf der Batterie, ist das wie bei der dann nicht 1 Ampere, was die zieht, sondern 1,4 Ampere Stunden pro Stunde. Und im Tag sind dann das knappe 34 Amperestunden pro Tag, die ich hier brauche. Obwohl hier jetzt ein kleinerer Kompressor drin ist, der weniger braucht, braucht diese Box fast 50% mehr Strom als diese Box hier. Das gibt zwei Gründe dafür. Erstens der Kompressor hier. Dieser Kompressor hier, das ist 70-jährige Technik. Das ist ein Schnitt. Die Geschichte von dem Kompressor kann ich euch einen Link machen, hier unten. Den Heinrich Dölz, der den, das ist ein Mann aus Stuttgart, habe ich mal, als ich noch klein war, kennengelernt, aber so richtig in Erinnerung habe ich das nicht mehr. Diese Kompressoren wurden früher von Fichtel und Sachs gefertigt. Und dieser Kompressor hier
ist ein Dampfrostkompressor, ist heute Seckop, Umformierung, wird ein bisschen hin und her geschoben. Dieser wird seit 89 gebaut. Man hätte das, was hier läuft, technisch nicht zu der Zeit bauen können. Dieser Kompressor hier ist nach mir und anderen der beste Kompressor auf dem Weltmarkt. Er ist der meistverbaute Kompressor auf dem Weltmarkt. Und ich kenne jetzt hier 6 Chinesen, die den nachbauen. Zum Beispiel, wenn ihr eine Dometic-Kühlbox kauft, habt ihr einen Nachbau von diesem Kompressor drin, also kein Original mehr. Aber ich kenne keinen Chinesen, der diese 70-jährige Technik nachbaut. Warum ist dieser Kompressor dann so super? Weil er eben nur 32 Watt braucht pro Stunde und nicht 70 wie dieser. Das zweite ist natürlich das Gehäuse. Wir haben hier, da mache ich noch ein anderes Video hier oben, über die Box hier. Wir haben hier richtig dicke Isolation und hier ist natürlich nicht so gut isoliert. Aus diesem Grund liegt an sich der Stromverbrauch. Zweitens haben wir bei dem Kompressor hier starke Vibration, weil es ist ein Schwingverdichter. Ein Schwingverdichter schwingt, früher hat er mal Stößelverdichter geheißen, noch zu Heinrich Dölz, dem Erschaffer dieses Kompressors. Heute der Schwingverdichter schwingt und wenn ihr diesen Kühlschrank auf eine Holzplatte stellt, ist das wie ein Geigenkasten oder in einen Holzschrank rein, dann schwingt der Kühlschrank wie die Saite einer Geige, aber was ihr hört, ist nicht der Kompressor und den Kühlschrank. Ihr hört an einer Geige ja auch nicht die Saite, sondern der Kasten verstärkt oder der Geigenkasten oder bei der Gitarre natürlich der Gitarrenkasten verstärkt die Resonanz von der Saite. Ja, das ist der Vergleich zwischen einer Engelkühlbox und einer Kühlbox mit Schwingverdichter, mit Dampfrostkompressor oder Verdichter, Kompressor, da gibt es verschiedene Aussagen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Schaut mir hier die Videos von der 56er, hier vom Schwingverdichter, hier habe ich noch die 56er, das ist ein bisschen größere. Und die 81er, die gleiche Baureihe, noch größer. Und bleibt mir gesund.